Marie Droste ist bei mir im Studio. Marie, und du hast dir noch mal ein bisschen angeschaut, wo die aktuellen Kampfhandlungen gerade stattfinden. Ja, es passiert unglaublich viel. Deswegen fangen wir vielleicht auch mal an mit den ganz frischen Angriffen. Denn es gibt natürlich auch jetzt wieder Luftalarm auf israelischem Gebiet. Das können wir uns vielleicht auch direkt einmal anschauen. Also die Bodenoffensive hat begonnen, auch nur in einem kleinen Bereich. So zumindest formuliert man das seitens der israelischen Streitkräfte. Und das sind jetzt Bilder, die ganz frisch von den israelischen Armee auch veröffentlicht worden sind. Das sind also alles Angriffe, die es jetzt im Norden Israels gegeben hat. Und hier sieht man es vielleicht auch ganz gut. Das geht also bis Tel Aviv. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass man seitens der Hisbollah auch ins weitreichendere Waffenarsenal nun gegriffen hat. Das ist ja bisher relativ selten gewesen, dass eben solche Raketen auch bis nach Tel Aviv gekommen sind. Das heißt, man hat entsprechend weitreichende Raketen jetzt auch als Reaktion auf diese Bodenoffensive benutzt. Aber was passiert da jetzt in diesen Stunden? Das ist relativ schwierig nachzuvollziehen. Wir können vielleicht mal versuchen, anhand einer Karte das auch so ein bisschen noch mal einzuordnen. Das sind jetzt hier auch Bilder der Streitkräfte. Die sind von der 98. Division. Das heißt, wir haben schon Truppen, die sich also jetzt auch Wochen und Monate bereit gemacht haben auf diesen Einsatz, der also nun an der Grenze zum Libanon stattfindet. Das, was Sie also hier sehen, diese blaue Linie, ist die Evakuierungslinie, die man also auf israelischer Seite schon gemacht hat. Man spricht ja immer davon, dass 80.000 Menschen dort also schon längst auch nicht mehr wohnen. Und wir haben also nun überall eigentlich an der Grenze zum Libanon vereinzelte Angriffe auch gesehen. Mit Panzern, sowohl auch mit Fallschirmtrupps soll man nun unterwegs sein. Gerade auch in diesem Bereich hier spielt sich das ab und hier nochmal weiter im Süden. Und es ist auch inzwischen so, dass es wirklich eine militärische Sperrzone auf der israelischen Seite gibt. Das ist also dieser nördliche Zipfel hier zwischen Metula, Kfar Giladi und Misgav Am, wo also absolutes Betretungsverbot ist. Das heißt, dort fokussiert sich das Ganze eben auch. Es heißt zumindest aus libanesischen Quellen, dass sich die Kräfte der Hisbollah inzwischen bis 5 Kilometer hinter dieser Grenze zurückgezogen haben. Ob das wirklich so stimmt, das werden wir mal abwarten. Aber es scheint so zu sein, dass die israelische Armee wie so in kleinen Nadelstichen eben erstmal Versuche unternimmt. Was passiert eigentlich, wenn wir auf die libanesische Seite kommen? Denn in der Vergangenheit war das nicht immer unbedingt von Erfolg gekrönt. Man muss dazu wissen, vielleicht können wir uns das auch einmal noch ansehen, dass natürlich ein Tunnelsystem dort in wirklich extremem Maß auch vorhanden ist. Das Tunnelsystem der Hamas, darüber haben wir in den letzten Monaten ja immer wieder gesprochen. Das, was die Hisbollah da aber hat, ist noch mal in einem ganz anderen Maßstab. Ich muss dazu sagen, das sind jetzt also Propagandabilder der Hisbollah, die also so eine Art Werbefilm auch veröffentlicht haben vor einer Weile über ihr Tunnelsystem. Und da sieht man eben, wie breit das ist. Also da kann man auch mit Lastwagen durchfahren. Das ist Hort für oder auch Stauplatz für das Raketenarsenal. Man spricht ja, so genau weiß man das nicht, aber von so 80.000 bis 100.000 Raketen, die Hisbollah haben soll, auch wenn man das dezimiert hat in den letzten Monaten. Und dieses Tunnelsystem ist kilometerlang. Also man hat selbst vor 3 Jahren in einer Studie mal herausgefunden seitens der Israelis, dass allein einer dieser Tunnel 45 Kilometer lang ist. Und die haben eben immer wieder auch Öffnungen nach oben, sodass also auch aus diesen Tunneln heraus Raketen abgefeuert werden können. Und das ist eben genau das, was die Israelis nun auch sagen. Das ist das, warum wir da auch rein müssen, warum wir das irgendwie zerstören müssen. Das Ganze flankiert natürlich auch durch die Luft, durch Angriffe von oben, Artillerie. Und man muss dazu sagen, der Zeitpunkt ist natürlich jetzt nicht zufällig gewählt, denn den israelischen Streitkräften ist es ja gelungen, in den letzten Wochen innerhalb von gezielten Angriffen auch die gesamte Führungsstruktur der Hisbollah auszumerzen. Es gab ja viele Angriffe. Hier sieht man das auch noch mal. Das ist also so eine Art Führungsstruktur, die jetzt auch die israelischen Streitkräfte veröffentlicht haben. Und da sieht man eben all diese Führungsköpfe, all diese Kommandeure, die hat man ausgeschaltet. Natürlich Hassan Nasrallah ganz oben auch auf. Nun heißt es immer wieder, letztendlich tötest du einen, rückt ein nächster nach. Also an diesem Umbau arbeitet man natürlich auch schon. Aber das System der Hisbollah ist natürlich massiv infiltriert worden. Allein die Attacken mit den Pagern, mit den Walkie-Talkies und dass es überhaupt möglich war, so gezielt diese einzelnen Führungsfiguren zu eliminieren, das zeigt eben schon, dass man ganz tief in diesem System checkt. Insofern die Hisbollah, klar, riesiges Waffenarsenal, Tunnelsystem, aber momentan an einem wirklich schwachen Punkt. Insofern mal schauen, wie in diesem Fall dann diese Bodenoffensive gelingt. Man versucht das jetzt erstmal, glaube ich, nur ganz klein, ganz gezielt, betont ja auch, wir machen da keine dauerhaften Einsatz, sondern eben nur punktuell. Auf jeden Fall eine sehr schwierige Gemengelage. Dankeschön, Marie.